Robert Kindervater, der Zweifachsieger des heutigen Wochenendes, steht vorne beim dritten Wertungslauf der Senioren, der Fahrer mit der 213. Neben ihm am Vorstart mit der 282 der Däne Matthias Lund. André Walter, die 231, geht aus der dritten Startbox in dieses Rennen und Timmy Kametz aus Startposition 4, der Fahrer mit Startnummer 206. Tom Lokowski mit der 209, dann als Fünfter und als Sechster rollt an den Start Sebastian Estner mit Startnummer 299. Die vierte Startreihe, die bildet sich mit der Startnummer 261 Dennis Siemens und die 236 Czabo Boldicar. Rasmus Schaper mit der 222 steht dann ebenso am Vorstart in Startreihe 5 wie mit der 277 Fabian Bock. Daniel Voigt, die 202 und Ben Becker mit der 233 dann in der sechsten Startreihe. Und die siebte Startreihe, die bildet sich aus der 294 Thies Cordes und Dorian Heinrich, die 252. Marc-Henrik Janke, die 212 und Henry Jung mit der 204 dann in Startreihe 8. Die neunte Startreihe. Da hat sich aufgestellt die 238 Tamino Backmeier und mit der 207 Tim Habich. Sven Grosse Medina, die 203 und die 217 Jakob Erlbacher dann in Startreihe 10. Die elfte Startreihe. Marvin Petroschinski, die 241 ist dort zu finden. Ebenso Job Rapaschang mit der 243. Leander Schneider, die 288 und Dorothy Martens mit der 272 dann in Startreihe 12. Die 13. Startreihe, die gehört Daniel Schollenberger mit der 220 und Jan Heinen mit Startnummer 201. Die 14. Startreihe ist wieder unsere Damenreihe mit Franziska Blom, die 235 und Vivian Michelle Reit, die 289. Dominik Eckhardt mit der 242 und Martin Mahler mit der 221 bilden die 15. Startreihe und in der 16. Startreihe Startnummer 210 Laurin Frey und mit der 218 Julian Würtele sind dort zu finden. Auch hier natürlich wieder im dritten Wertungslauf geht es um die Punkte, die letzten zu vergebenden Punkte hier bei den Senioren in Wittgenborn. Es gibt noch eine leichte Verzögerung. So wie es aussieht, kann man noch nicht auf die Strecke gehen. Das ist noch ein bisschen dem vorhergehenden Rennen geschuldet. Denn erst muss natürlich alles wieder einsatzfähig sein nach den Unfällen, die wir dort hatten. Und dann wird es auf die Strecke gehen. Jawohl, jetzt ist es soweit. Also die Fahrer verlassen den Vorstart und kommen dann in Richtung zu ihrer Warm-up-Runde. Und nach der Warm-up-Runde dann die Formationsrunde. Robert Kindervater heißt es jetzt, muss das Feld wieder einsammeln. Der 18-Jährige der in seiner Freizeit auch Golf spielt und dementsprechend natürlich fit sich hält, auch mit dem Tennissport ist er vertraut und auch mit diesem hält er sich natürlich dementsprechend fit. Und es ist natürlich schon anstrengend an so einem Wochenende mit den ganzen freien Trainingssitzungen, mit dem Zeittraining und mit dem abschließenden drei Wertungsläufen. Das geht auf die Muskulatur, das geht in die Knochen. Und die Fahrer sind nach so einem Wochenende schon dementsprechend erschöpft. Wir beobachten es immer wieder auch
Bei den jüngeren Klassen ist das gut zu sehen. Wenn es dann nach Hause geht auf der Autobahn, da hat man kaum die Autobahn erreicht und schon fallen dann die Äuglein zu und man versinkt in Schlaf. Was ja auch wichtig ist bei den Fahrern, die morgen wieder arbeiten, die morgen wieder in die Schule gehen werden. Das ist ja alles ein Hobby für diese Teilnehmer. Die Spitzkehre nochmal in langsamem Tempo durchfahren. Dann werden auch jetzt nochmal die Reifen so ein bisschen aufgewärmt. Vielleicht auch der Grip der Reifen nochmal getestet, durch Bremsen, Gas geben, so ein bisschen Zickzack fahren. Das sind alles so Kleinigkeiten. Sie sehen auch der Griff zum Vergaser, den man dann noch ein bisschen anders einstellt für den Start. Wie? Das verrät natürlich niemand. Das sind so kleine Geheimnisse, wie auch beispielsweise der Luftdruck für die Reifen. Man hat ja identisches Material in dieser Rotax Max Serie, das hier eingesetzt wird. Und da kommt es natürlich schon viel auf den Fahrer, beziehungsweise natürlich auch viel auf seine Einstellungshändchen mit an. Wie gut kann er dem Mechaniker weitergeben, was er bemängelt am Kart? Wie kann er noch mehr Verbesserungen machen am Kart, und dementsprechend ist man eben dann vorne mit dabei. Vorne dabei, nach dem Start, Robert Kindervater, die 213, zusammen mit André Walter, die 231, haben sie sich schon mal so ein bisschen absetzen können von Matthias Lund, der dann das weitere Dreierfeld anführt mit Tom Lokowski und Tim Mika Metz, der dort ebenfalls noch mit drinnen ist. Und da gibt es schon die ersten Ausfälle. Im Innenraum haben sich da schon zwei Fahrer so ein bisschen ineinander verhakt. Das passiert. Passiert natürlich auch schon mal, und damit diese beiden nicht mehr mit dabei. Und während hier die Senioren ihre Runden drehen, gleich die Bitte an unsere DD2-Fahrer. Bitte die DD2-Fahrer zum Vorstart, damit wir vielleicht ein bisschen früher anfangen können, damit ihr nicht den großen Regen noch abbekommt. Also für die DD2-Fahrer, bitte kommt jetzt schon zum Vorstart, baut euch schon mal auf. Dann können wir vielleicht ein bisschen früher starten, und dann betrifft der Regen, der kommende, euch nicht mehr. Zurück zu Robert Kindervater und André Walter, die jetzt einsam und verlassen an der Spitze ihre Runden drehen. Tom Lokowski und Tim Mika Metz auf den Plätzen 3 und 4. Das sieht schon ganz anders aus. Mika Metz ist drin im Windschatten von Tom Lokowski. Aber er bleibt dort auch. Er geht nicht raus. Er bleibt dort erstmal ganz ruhig auf Abwartehaltung. Und Matthias Lund ist auf Platz 5 unterwegs. Der Fahrer mit der 282. Und Robert Kindervater wird angegriffen. Nein, der überrundet hier. Sorry, das habe ich jetzt falsch gesehen. Also, der hat hier lediglich die Vivien Reit überrundet. Und das sah im ersten Moment so aus, als würde wirklich André Walter angreifen. Aber ich dachte mir, wir sind so mittendrin in einem Lauf. Das kann fast nicht sein. 10 Minuten 30 vor
Ende des Laufes. Das heißt, wir haben jetzt 4 Minuten gesehen. Das ist so mittendrin. Da passiert sowas normalerweise nicht. Außer es würde Roberts Kindervater irgendwie die Kette reißen oder ähnliches. Aber das wollen wir jetzt nicht verschreien. Wir hoffen natürlich, dass alle durchkommen, alle heil durchkommen. Und was natürlich auch ganz, ganz wichtig ist, dass wir ein spannendes Rennen dort vorne noch erleben können mit diesen beiden. Tom Lokowski hat sich absetzen können von Team Mika Metz. Dann Sebastian Estner auf Platz 5, Matthias Lund ist 6. und Jonna Bolicar auf Platz Nummer 7 unterwegs. Da kommen sie wieder zurück aus der 6. Gefahrenenrunde. Robert Kindervater zupft am Helm. Um genau zu sein, er zupft am Visier. Ist wohl irgendwas nicht so ganz in Ordnung? Fragezeichen natürlich hier dahinter gesetzt. Und wenn ja, was ist da nicht in Ordnung? Beeinträchtigt ihn das sehr stark, aber im Moment merkt man davon nichts, denn hinter ihm der André Walter, der kommt nicht näher. Im Gegenteil, der Robert Kindervater fährt im Moment die schnelleren Rundenzeiten bei diesen beiden. Lokowski und Metz auf den Plätzen 3 und 4. Auch da passiert im Moment relativ wenig bis gar nichts. Tim Metz, so habe ich den Eindruck, kann nicht so ganz das Tempo von Tom Lokowski mitgehen. Und dementsprechend muss er sich immer wieder rantasten und fällt dann dementsprechend noch weiter zurück. 8 Minuten sind noch auf der Uhr. Dann geht's in die letzte Runde. Und dann sehen wir als nächstes die Klasse der DD2, die wir dann ganz schnell am Vorstart haben. Es gibt jetzt so mehrere kleine Grüppchen in diesem Lauf, die sich zusammengefunden haben. Interessant ist immer hier die Start- und Zielgeraden. Da merkt man, wer mit viel Schwung in diese Start- und Zielgerade kommt und wer besser mit den engen Innenräumen klarkommt. Das können wir ganz gut beobachten bei Tom Lokowski und bei Mika Metz, ebenso bei Robert Kindervater und bei André Walter. Denn Robert Kindervater, jetzt so im Innenraum drin, da ist er immer ein bisschen schneller unterwegs als der André Walter. Wenn dann die schnelle Passage kommt, wie jetzt die Start- und Zielgeraden, da macht er sich zwar klein, duckt sich unters Lenkrad, macht sich ganz aerodynamisch, aber kommt nicht richtig weg von André Walter. So bleibt dann immer bei diesem fast gleichen Abstand. Und dann schauen wir auf den Zeitenmonitor und dann stellen wir fest, nee, Robert Kindervater fährt hier schnellere Runden als der André Walter. Und eigentlich müsste er weiter wegkommen, aber jetzt sind wir wieder im Innenraum, da ist der André Walter wieder eher dran in den engen Passagen. Auch Tom Lokowski macht sich klein, um hier gegen Tim Mika Metz noch eine Chance auf der Start- und Zielgeraden zu haben. Aber auch das nützt ihm im Moment gar nichts. Auf Platz 5 Sebastian Estner, der hat sich jetzt ein bisschen wegfahren können von Jabo Bolicar, der Ungar vom JJ Racing Team,
Und jetzt ist er vorbeigegangen. André Walter an Robert Kindervater. In dieser 11. Runde kommt André Walter als erster über die Linie vor Robert Kindervater, der sich jetzt erstmal mit Platz 2 begnügt. Aber er bleibt dran. Er weiß genau, seine Stunde wird noch kommen in den nächsten 5 Minuten und der letzten Runde. Nach hinten hat er ja Platz. Nach hinten kann ihm nicht viel passieren, dem Robert Kindervater. Insofern kann er sich ganz konzentrieren auf André Walter, muss sich da gar nicht um Tom Lorkowski kümmern, denn Tom Lorkowski seinerseits, der muss sich um Tim Mikametz hinter sich kümmern. Der kann sich auch nicht so sehr nach vorne dann orientieren. Ja, und so jagen sie in die letzten zu fahrenden Runden. Wir haben noch 4 Minuten 15 Sekunden auf der Uhr. Deswegen nochmals die Bitte an die DD2, bitte zum Vorstart. DD2 bitte gleich zum Vorstart. Also zurück zu unseren Senioren, der dritte Wertungslauf. Und so langsam wird Tom Lorkowski sich ranarbeiten an Robert Kindervater. Auch der Abstand wird kleiner, obwohl er den Tim Mikametz im Rücken hat. Den nimmt er einfach mit. Das ist natürlich jetzt so eine Win-Win-Situation. Metz lässt vorne den Tom Lorkowski zu Robert Kindervater ranfahren. Gleichzeitig kommt er damit ja auch ran und wird hingefahren zu den Führenden und kann vielleicht dort nochmal ein Wörtchen mitreden. Schauen wir uns das Finale der Senioren in ihrem dritten Wertungslauf an, das jetzt noch 2 Minuten andauern wird. Und jetzt geht es in die letzte Runde, weil der Regen einsetzt. Und jetzt wird es natürlich ganz kritisch für die Fahrer und wir haben die 75% erreicht. Jetzt heißt es, diese eine Runde sich noch auf der Strecke zu halten. Jetzt wird es ein bisschen feuchter und das merkt man. Jetzt wird das ganze Feld nochmal aufgewirbelt in der Form, dass alle Slicks natürlich drauf haben und sich jetzt auf der Strecke halten müssen für diese eine einzige Runde, um dann ihre Positionen einnehmen zu können. Ja, da wird es jetzt ein bisschen vogelwild nochmal werden. Vorne macht das der André Walter ganz gut. Kommt da ganz gut mit klar. Nochmals für ihn durch die Spitzkehre. Der driftet da noch ganz ruhig durch. Weiß, er muss einfach nur noch ins Ziel kommen. Ähnliches bei Robert Kindervater. Die sind jetzt ganz langsam unterwegs. Jeder versucht jetzt nur noch ins Ziel zu kommen. Und für den einen oder anderen wird es dann doch zu glitschig. Und er geht dann doch noch ins Grün. Aber André Walter kommt an, gewinnt vor Robert Kindervater und Tim Mikametz auf Platz 3, Platz 4 für Tom Lorkowski, der dann nochmal ins Grün musste im Innenraum. Sebastian Estner wird Fünfter.
Platz 6 dann für Ben Becker. Daniel Wolk holt sich Platz 7. Dorian Heinrich kommt als 8. ins Ziel. Laurin Frey wird 10. Und der Tabor Bonitscher fällt auf Platz 10 in dieser letzten Runde dann noch zurück. Ja, jetzt hat es nicht ganz gereicht. Jetzt hat es nochmal angefangen zu regnen. Hat natürlich das ganze Rennen die Spannung ein bisschen rausgenommen. Da will jeder nur noch ins Ziel kommen. Und zwar heil ins Ziel kommen, ohne ins Grün zu müssen. Und das waren auch